So, da sind wir wieder zurück im amerikanischen kolumbischen Krieg. Ja, ihr seht selbst, wir kommen jetzt nicht wirklich voran. Das ist halt diese Negativzahl, die wir jetzt hier haben. Also 19 nur, wir würden also hier nicht, so wie wir es im Moment machen, da nicht vorankommen, würden halt ein paar Leute verlieren. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, entweder Fallschirmspringer zu nehmen, die wir mal ausbilden können. Das werden wir, glaube ich, jetzt mal als erstes machen. Fallschirmspringer bearbeiten. Dort logischerweise, na gut, was sollen die bloß machen, ne? Die sollen im Endeffekt, die können ein bisschen, die können Pioniere haben, die können eine Artillerieunterstützung haben, dass wir sie mal so ein bisschen verbessern. Ansonsten würde ich hier, glaube ich, gar nicht viel einbauen wollen und können wir auch gar nicht bloß was einbauen. Und in Gefechtsbreite, wir müssen auch wieder für die Gefechtsbreiten noch erhöhen. Und das ist das Problem gerade, sehe ich gerade. Ja, so, so würden sie halt sein. Naja, besonders doll ist halt nicht. Aber was soll's, so speichern wir mal ab. Davon werden wir jetzt mal ein paar produzieren. Ich bin mir nicht sicher, wie viel wir produzieren können. Ja, wir können sie eigentlich hier produzieren, ne? Ups, hallo. Dürfen wir nicht, ja, dachte ich mir fast schon. Dann produzieren wir sie halt hier vorne. Jeweils eine. Wie viel dürfen wir denn? Steht das hier? Ah ja. Diese Folge hat 5 Spezialeinheiten bei uns. Von unseren erlaubten 34 dürfen wir haben. Das heißt, 30. Eine weitere dürfen wir jetzt nicht noch produzieren. Das ist okay. Also wir würden dann mit 6 Divisionen rüberfliegen dürfen. Dort halt auch mal die Höhe, Ausrüstungspriorität dann auch mal auf hochsetzen. So, das ist das Erste. Das Zweite war, dass wir versuchen werden über Seeweg. Aber das Problem ist, glaube ich, daran, dass wir eigentlich normalerweise zu See halt auch das Problem hätten. Na, wir machen mal 8 Einheiten. Wieso, wie sind das? 8? 8 Einheiten. Boah. Würden wir jetzt Seeinvasion nehmen? Von hier nach da. 8 Divisionen. Ja, das dauert jetzt erstmal 56 Tage. Gleichzeitig würden wir weitere 8 nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Und würden eine weitere Seeinvasion machen. Von hier. Na. Was? Und davon nur einmal pro Armee. Das könnte natürlich sein. 1, 2. Achso, hier. Die haben keine Befehle. Das sieht man an den Ausrufezeichen hier. 4, 5, 6, 7, 8. Aber man kann, glaube ich, nur pro Armee nur eine Invasion machen. Okay. Gut, da müssen wir jetzt natürlich warten. Problem ist, wir haben nicht nur eine Spionageinvasion, um es zu riskieren, eine Invasion durch folgende Regionen zu machen. Karibisches Meer. Weisen Sie mir Flotten oder Luftgeschwader zu, um die Mission zu entdecken. Karibisches Meer. Okay, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal hier ein paar wegnehmen. Die taktischen Bomber, die... Dann nehmen wir mal unsere... Nehmen wir mal zum Beispiel die Jäger. Zum Karibischen Meer. Mehr Effizienz. Luftnahe Unterstützung. Das macht schon irgendwie einen Sinn, dass wir es hier... Wir verlieren diese Schlacht hier nämlich. Das macht schon einen Sinn, irgendwie, dass wir das hier lassen. So, reicht das jetzt? Von der Idee her... Eigentlich eher nicht. Wir gucken mal, ob es trotzdem ausgeführt wird. Gucken wir mal. Also hier verlieren wir halt Haus hoch. Da können wir nichts machen dagegen. So, Kriegszeichen aber ausgegeben. Und das ist das Wichtigste. Leute, wir haben endlich es endlich geschafft, die große Depression zu beenden. Das ist ja Wahnsinn. Endlich, Freunde. So, was wäre denn jetzt noch Kriegsindustrie? Enthält ein nationales Kriegsschwerpunkt, wodurch Kosten für Umbau von Zivil- und Militärfabriken um 20% gewährt wird. Das bringt erstmal nicht so viel. Allerdings könnten wir danach Produktion von 10 Reifen in Kentucky ankurbeln. Das bringt uns erstmal auch nicht so viel. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal auf noch mehr Leute gehen.
Ja, weil wir jetzt gerade auch ordentlich viele verlieren. Muss man mal gucken. Wir haben jetzt noch mehr freie Zivilfabriken. Wir haben jetzt unglaublich viele freie Zivilfabriken. 161 ist ja Wahnsinn. Also jetzt können wir bauen, bis wir schwarz werden. Und das wird, glaube ich, in der Hinsicht auch nochmal ein bisschen Infrastruktur sein. Wenn wir das jetzt sowieso haben, machen wir das noch. Gucken wir mal, ob wir irgendwo noch unsere Rohstoffe auch nochmal ein bisschen verbessern können. Im Grunde genommen. Achso, was natürlich, irgendwo sind wir, wäre natürlich irgendwie Florida. Glaube ich. Das wäre eigentlich dann nicht so unsinnvoll. Ich glaube, hier könnte man noch irgendwie ein bisschen Infrastruktur dazu bekommen, ne? Das war, glaube ich, irgendwie was. Und hier auch noch. So, ich gebe erstmal ein bisschen Infrastruktur ein. Das sollte erstmal so von der Sache her funktionieren. Ja, bis jetzt keine Verluste bei Kolumbien und wir haben schon 1700 Verluste. Also wir brechen uns hier gerade einen ab. Das bringt also uns hier irgendwie im Moment irgendwie gar nichts. Na, also da können wir mal hier die Befehle komplett löschen. Unsere Frontlinie nochmal ziehen. Diesen Angriff müssen wir leider sozusagen da erstmal abbrechen. Wir müssen es jetzt sozusagen anders irgendwie gestalten. Italien beansprucht jugoslawisches Gebiet. Okay. Siam tritt dem großostasiatischen Wohlstandssphäre bei. Also Siam ist jetzt hier quasi mit. Haben wir die Bündniskarte schon offen? Nee. Siam ist jetzt hier sozusagen mit Japan und so dabei. Die auch gerade also nicht wirklich voran und ich würde nach hinten gehen. Ne? Also da ist im Moment nicht so groß los. Die sind dann wieder unten im Süden irgendwie mal wieder gelandet, aber so richtig. Was wir machen können, wir können bei dem Krieg jetzt wirklich mal die Philippinen. Rufen. Dann bin ich mal gespannt, ob die Philippinen. Ja, die müssen natürlich von hier hinten. Irgendwo? Wo sind sie denn? Hier. Müssen von da aus. Müssen die nach Kolumbien rüber. Also vielleicht setzen die Info über. Müssen wir mal gucken. Das wäre natürlich irgendwie was. Ja, wir versuchen jetzt im Grunde genommen hier zu landen. Das dauert aber ein paar Tage. Aber eigentlich haben wir dafür einfach zu wenig Aufklärung. Also wir weisen mal noch. Was ist das denn? Luftgeschwader der Armee zuzuweisen, auch interessant. Machen wir mal. Wir machen mal die Jäger zu der Armee. Aber ob das jetzt irgendwie ein bisschen was bringt, das gucken wir uns dann mal an. Hier wäre der Plan übrigens gar nicht so schlecht. Aber es sind einfach zu viele Leute da. Und wir verlieren da viel zu viele Truppen. Ja, und ich glaube, wir brauchen irgendwie mehr Flotten. Ich glaube, wir brauchen leider dort mehr Flotten. Im Karibischen Meer. Und ich hätte jetzt eigentlich nicht so Bock drauf gehabt, jetzt irgendwie groß zu produzieren. Aber ich glaube, wir kommen da jetzt irgendwie nicht groß drum rum. Na gut, wie viele Schiffswerften haben wir frei? 7 Stück. Was wollen wir denn bauen? Was ist denn schnell fertig? Formulieren wir es mal so. Hier sind die Produktionskosten. Schnell fertig wäre irgendwas hier oben. Zum Beispiel Zerstörer. Und Kosten tun so ein bisschen Öl und Stahl. Haben wir beides in Überfluss. Also von daher juckt uns das überhaupt nicht. Ist, glaube ich, vollkommen. Wäre mir jetzt vollkommen Latte, was für Zerstörer wir bauen würden. Dann gehen wir hier mal. Wir haben jetzt 1200 Convoys. Wir gehen jetzt hier mal auf eine Produktion von 15 auf jede Fälle. Und Convoys machen wir auf 7. 1,5 pro Monat. Stationierungsschutz und automatisch Virginia. Nee, das ist eigentlich nicht so die Sache. Ich würde gerne, dass du den hier nimmst. Wo haben wir den denn? Virginia ist halt der größte, ne? Aber wo haben wir den denn? Wir haben Panama, irgendwie sowas. Pennsylvania? Ich glaube nicht, dass wir den hier machen können, weil es nicht unser Hauptland ist. Aber unser Hauptland war eigentlich der Panama-Kanal. Und da haben wir doch auch hier Panama-Kanal. Haben wir da. Bin ich blind oder sehe ich da nicht unseren Stützpunkt, den wir da anleiten können? Können wir den hier nämlich nicht nehmen? Automatisch, ne? Immer noch nicht. Naja, sieht nicht so aus. Okay, wo ist denn unser Stützpunkt? Achso, hier sieht man ja. Den nehmen wir. In Florida. So, ja, das dauert jetzt trotzdem natürlich ewig, bis da mal ein paar Zerstörer rauskommen.
Das Kräfteverhältnis ist im Moment ausgeglichen. Wir könnten also theoretisch nochmal versuchen, aber wir haben jetzt noch oben. Oh, wir kriegen noch 20% mehr Vorbereitung ab. Müssen wir mal warten, bis die halt auch nochmal weg ist. Wir haben Luftüberlegenheit, wir haben unterlegenen Gegner theoretisch. Theoretisch. Bauwesen ist fertig, damit produzieren wir das natürlich noch, also können wir noch schneller die Gebäude bauen. Ressourcenproduktion ist jetzt eigentlich auch nicht ganz so wichtig. Ich glaube, ich würde jetzt persönlich erstmal auf die Thompson gehen. Weil uns die, wenn man jetzt mal guckt, M1 Garant nutzen wir im Moment, Verteidigung 22, Thompson ist 28, weicher Angriff von 6 auf 9, also auf 50% besser. Geschwindigkeit bleibt gleich, Zuverlässigkeit bleibt gleich, Produktionskosten ist halt minimal höher, aber auch nur um, 20%? Durchschlagskraft 20% höher, harter Angriff 50% höher und Durchbruch auch nochmal 33% höher. Also das bringt schon echt eine ganze Menge, die 3D-Ansicht. So, würde aber auch mehr Stahl kosten dann bei der Produktion. Trotzdem die Garant 174 Tage. Und dann, wenn man halt überlegt, dass wir von der Produktion ja noch 7000 davon noch im Petto haben und gerade eigentlich nur auf Kasse produzieren, aber auf Tasche produzieren, ist das halt okay. Aber ihr seht schon, 40 Militärfabriken oder 38 sind gut, sind okay. Aber, oh, wir haben noch 5 noch im Petto. Wir produzieren noch 5. Sehe ich das richtig? Dann können wir, ja, dann können wir immer noch 5 einstellen. Dann stellen wir doch 5 nochmal. Vielleicht brauchen wir eher mehr Zusatzausrüstung. Aber wenn wir dann, wenn die Gewehre fertig sind, auf jeden Fall auch mehr Gewehre. Stellen wir nochmal 5 hier ein. So. Ja, wie gesagt, wenn der Planungsvorteil fertig ist, wir können nochmal angreifen dann. Ja gut, aber es dauert hier nochmal ewig. Ja, und ihr seht schon, ne? Wir haben viele Leute wieder verloren. Ihr seht, die sind jetzt alle nicht mehr Stufe 3, die hier rausgekommen sind. Ein bisschen nervig. Das ist halt ein bisschen problematisch gerade. Aber was soll's. Wir haben die aber komplett hier ausgerüstet, ne? Mit allem, was wir haben, ja. Die Fallschirmspringer, das dauert halt noch ein bisschen. Die Ausrüstung ist fast da. Aber ansonsten dauert es halt noch ein bisschen. Bei den Jungs halt auch. Das ist aber auch nicht so wichtig. Naja. So, im Krieg, wir haben 2500 Opfer. Jetzt haben sie mittlerweile aber auch schon, die Kolumbianer, 2500, auch so viele Opfer. Wie sieht's aus? 13 Tagen könnten wir es mal gucken, ob wir dann eine Chance hätten, darüber zu gehen. Der Seeangriff. Gucken wir mal. Die Rechtfertigung von Costa Rica. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen das Problem. Was uns jetzt so ein bisschen einschneidet, sage ich mal. Da müssen wir jetzt mal hier eine Frontlinie basteln. Warum mit 13? Oh. Na, machen wir es mal so. Die müssen jetzt mal mit rüber, die Frontlinie schon mal basteln. Freie Zivilfabriken, das ist jetzt natürlich immer das Ding, ne? Wir haben jetzt so viel da frei. Radarstation, da können wir auch noch mal ein bisschen nachbessern. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Aber jetzt allein die Metallfabriken, die jetzt noch fertig wären, das geht jetzt teilweise so schnell. Wie sieht es denn aus mit noch mehr Fabriken? Wir haben ja die Bauplätze hier oben noch nicht fertig, ne? Da muss man noch ein bisschen warten. Ansonsten Schiffswerft, die können wir natürlich auch mal bauen. Von der Idee wollten wir ja sowieso mal machen. Da können wir mal 2 Schiffswerfte bauen. Hier vielleicht nicht unbedingt. Hier hat man noch mal ein paar Schiffswerfte. Auch hier können wir mal 4 Stück bauen. Ansonsten in Florida wäre es natürlich auch mal Zeit. Bauen wir mal ein paar Schiffswerfte. Hier haben wir mal auch 4, aber bauen wir mal einen 5. Und ja, das soll es erstmal auch gewesen sein. Dass wir halt noch schneller sozusagen im Endeffekt Schiffe produzieren könnten. Also mindestens, muss man irgendwann mal nochmal ordentlich einstellen, dass wir so ungefähr auf, ich sag mal, 45 Schiffswerfen wäre nicht schlecht. Dass wir mit 30 Schiffswerfen halt schnell die Zerstörer produzieren können, um halt irgendwo einzufallen. Wie gesagt, Schiffe würde ich noch gar nicht so richtig drauf gehen, wenn ich ehrlich bin. Und 15 halt immer für die Konvois noch übrig haben. Ja, die nehmen wir uns, dann gönnen wir uns dann immer mal wieder. So, Costa Rica, müssen wir mal jetzt den Krieg erklären.
Und da machen wir es mal folgendermaßen. Da machen wir es jetzt mal ohne Plan, sondern wir laufen einfach nur rein, ne, weil der Plan ja immer noch hier dann besteht. Der wäre jetzt theoretisch fertig. Aber der ist halt zu riskant. Ne, eine Division sind nicht in Position, ne, weil die Jungs natürlich hier sind. Deswegen müssen wir da jetzt noch mal ein bisschen warten. Aber wir halten im Moment ja die Stellung ganz gut. Aber die, ihr seht es, jetzt sind schon mittlerweile 32 Jungs da. Naja, noch ein bisschen warten. Ja, und Costa Rica ist halt schnell eingenommen, ne? Also San Jorge, glaube ich, das war es dann im Endeffekt. Da jetzt dann weiter gar nicht erst aufbauen lassen hier. Ihr seht mal dieses Symbol, dass sie halt noch ein bisschen was dafür bekommen. Ein bisschen Defensivboni. Einfach Costa Rica nebenbei einnehmen. Und zack, das war Costa Rica. Ne? Komplett Costa Rica übernehmen, erobern, fertig und schon haben wir Costa Rica. So, Leichtfach beginnen. Was bedeutet das? Die Philippinen möchten 18 Zusatzausrüstungen über einen Zeitraum von monatlich liefern. Für diesen Leichtfachabkommen sind 3 Konvois erforderlich. Nehmen wir die 18 Zusatzausrüstungen. Fehlende Ausrüstungsproduktion. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Regierung ändern. Wir haben 270 Punkte und da wollten wir ja auf jeden Fall auf die mobile Kriegsführung gehen. Also George S. Patton, also quasi im Endeffekt so der Bruder von dem jungen General hier oder was. Den nehmen wir jetzt noch mit. Ach, siehst du, wir können auch einen Feldmarschall einstellen, siehst du, dann wird ja nochmal alles ein bisschen besser. Das können wir gleich nochmal machen. So, Armeeerfahrung würde halt täglich steigen. Und die Forschungszeit für mobile Kriegsführung würde halt runtergehen. Das wäre natürlich perfekt. Kriegsanleihen-Schwerpunkt. Alter, jetzt, also jetzt geht es bei uns hier richtig los. So, stimmt natürlich irgendwo. Wir brauchen einen Feldmarschall. Den Eisenhower. Den hauen wir mal rein. Auch er gehört zu ihm dazu. Da gibt es nämlich dann auch nochmal ein paar Boni dazu. Ja, seht ihr, Philipp ist gerade online gekommen. Das heißt, wir werden auch gleich, ich wette, dass wir gleich eine Pause machen mit dem Solospiel und gleich mit ihm zusammen dann aufnehmen. Eine neue Division können wir schon mal reinmachen. Ja, defensiv. Wie nehmen wir denn Lucien Walter Kruder? Klingt gut, der junge Mann. Und der kann mal eine Übung machen, damit wir auch noch ein bisschen mehr. Da Plus machen dazu. So. Ja, Costa Rica haben wir jetzt eingenommen. Ich guck mal, also von der Zeit her. Ja, wir müssen eigentlich noch ein bisschen. Ein bisschen ist noch, ne? Ein bisschen ist noch. So, jetzt haben wir auch noch ein paar Flugzeuge auch noch übernommen. Gar nicht so schlecht im Endeffekt. Wenn ich mal ehrlich bin. Die Flugzeuge können wir nämlich eigentlich im Grunde genommen hier nochmal rauslassen. Neues Luftgeschwader, diese Zwischenkriegsjäger. Ja, und auch die können wir hier nochmal reinkleinen. Ja, oder? Naja, machen wir sie lieber hier hin. Luftunterstützung am Abfangen. Dann haben wir hier ein bisschen größere Vorteile. Ja, und ihr, meine Jungs, ihr geht jetzt mal anstatt nach da. Weil da müssten ja theoretisch bald die Jungs auch auf den Positionen sein. Ansonsten, was haben wir hier eingenommen vom Baumenü her? Wir haben eine Militärfabrik und eine Zivilfabrik. Also jetzt nichts Dolles von Costa Rica. Wir könnten da natürlich dann auch mal die Infrastruktur irgendwann ausbauen. Wir würden da wahrscheinlich auch den Hafen ausbauen wollen. Die Radarstation werden wir hier zwei bauen. Und wir werden den Luftwaffenstützpunkt auch noch erhöhen. Das nächste Land wäre dann Nicaragua. Ich denke mal, die haben jetzt auch nicht irgendwie wirklich. Ne, die haben gar nichts. Ne? Also da müssten wir eigentlich auch Kriegsziele rechtfertigen, Nicaragua einnehmen. Wir brauchen 5 Macht und es würde nur 125 Tage dauern. Dann gucken wir das mal. Dass wir die 5 Macht mal auch irgendwie hinkriegen. Jetzt kriegen wir im Moment ja 1,26 täglich. Der Wahnsinn. So, elastische Verteidigung ist fertig. Damit halt. Ja, entweder gehen wir jetzt auf mobile Infanterie, also Landdoktrin ist fertig geworden, entweder auf mobile Infanterie oder auf den Blitzkrieg. Also hier muss man sich halt von die drei entscheiden. Also entweder würden wir mehr Moral. Nee, gar nichts. Das würde uns erstmal gar nichts bringen, weil motorisierte Infanterie und mechanisierte werden wir beides nicht bauen. Gesamte Infanterie würde 10 Organisationen plus kriegen. Und.
Panzer würden 3 Organisation plus kriegen plus Blitz, die neue Taktik Blitz bekommen. Gar nicht so viel Punkte, die wir plus machen würden. Hier wäre es so, bei Panzer würden wir 20% mehr Durchbruch kriegen, Blitz und Organisation. Das wäre jetzt schon fast besser. Was haben wir noch? Machst du Game auf? TS steht. Junsi muss da ja aufhören. Der Philipp, der will unbedingt zusammen aufnehmen. Dann würden wir bei Panzer nochmal Organisation und Moral bekommen und wir würden nochmal Moral, nochmal Organisation bekommen, noch eine neue Taktik. Also ganz klar, nehmen wir auf die Blitzkrieg-Taktik, ne? Ganz klar. Da müssen wir drauf gehen. So, und weil der Philipp entnervt, müssen wir jetzt hier mal eine kürzere Folge machen. Tut mir leid, ne? Mittlerweile übrigens Soldatenanzahl von 1,1 Millionen schon. Nice! So läuft das. Und wir sind, glaube ich, noch nicht mal auf Maximum angekommen. Geil, ne? Ja, mal gucken, ob dieser Angriff hier irgendwann klappt. Wir wollen ja sowieso diese Schiffe produzieren. Da halt auch die Frage, haben wir schon eins? Wir haben schon eins. Und würden dann jetzt einfach mal... Achso, wir haben ja hier drüben hier, ne? Ja. Und würden die jetzt einfach mal... hier hinschicken die ganze Zeit und mal gucken, ob wir dann wenigstens übersetzen können. Also das wäre das Wichtigste, dass wir mal irgendwie... Weil ich glaube, bis September würde es echt schwer werden, muss ich ehrlich sagen, die Venezianer noch den Krieg zu erklären. Das wird ein bisschen komisch. Niederrado werden wir auch bald nochmal machen. Auf jeden Fall hier noch einen Macht brauchen wir noch. Werden wir alles mal nächste Folge machen. Freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Es geht voran. Aber wie gesagt, Kolumbien ist halt hart, ne? Müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir das denn kriegen. Bis denne!